erstmal gespielt werden, schon im Sommer, Juli, August vorbereiten muss. Ja, das ist eine sehr heiße Angelegenheit. Da muss man aufpassen, dass der Schnee nicht schmilzt. Und wenn man sich in der Sommerszeit so auf den Winter einstellt, auf weihnachtliche Stimmung, wie feiert denn dann eine so erfolgreiche Texterin wie Irma Holder nun das Weihnachtsfest? So wie ich auch bin, ganz bescheiden. Einfach, ich komme aus dem Bayerischen Wald und da war Weihnachten noch richtig Weihnachten. Und ich glaube, das ist heute noch ein bisschen so. Kann man das vielleicht ein bisschen detaillierter erklären? Wie wird das nun? Das ist ein großes Abendessen in der Familie. Ach, das glaube ich nicht. Es ist einfach, bescheiden einfach, nett. Also das heißt, Zeit haben füreinander. Wie du heute Abend schon gesagt hast, das Billigste ist Zeit, was wir schenken können. Und das Größte. Ja. Ja. Und Aufmerksamkeiten, wo man merkt, die hat man mit Herz ausgesucht. Genau. Und hinhören können und einfach Zeit haben. Fein. Ich glaube, das Schönste. Irma, für 98 wünsche ich dir natürlich schon heute alles Gute. Viele Ideen für wunderbare Lieder, denn vielleicht, wer weiß, gibt es 98 dann wieder so einen Wettbewerb. Denn neue Weihnachtslieder können wir immer gebrauchen. Und hoffentlich keine Osterlieder nicht an. Ach, wer weiß, das ist alles, kann alles passieren. Aber jetzt hören wir dein Erfolgslied. Schau Frankfurter, grüß ihn herzlich. Wir gratulieren ihm. Ja, der ist auf Urlaub, ja. Der hat recht. Wir hören jetzt, liebe Zuschauer, unseren heutigen Siegertitel. Sie ist so bescheiden, geht man immer wieder weg. Nein, wir hören jetzt den Siegertitel, komponiert von Jean Frankfurter, getextet von Irma Holder. Und eine Frau hat all diese Texte dazu gemacht. Die ist, wenn man so will, auch ein bisschen die Mutter deines Erfolges. Mhm. Aber sie hat dir nicht nur mit den Texten viel Glück gebracht, sondern mit einem kleinen Glücksbringer. Und den wollen wir jetzt mal haben. Da ist er, schau mal. Ja, danke schön. Das ist natürlich ganz logisch, dass der nicht in jeden Reisekoffer passt, wenn du den jedes Mal mitnehmen müsstest. Naja, seit wann begleitet der dich? Schon, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren. Und die heißt auch mit Vornamen genauso wie meine Texterin, nämlich Irma. Das ist Hallo Irma, wir begrüßen dich. Sehr schön. Irma hat sich auch sehr fein gemacht, wie ich finde. Ja. Du weißt natürlich nicht, dass wir diesen Glücksbringer hier haben. Wir haben den ohne dein Wissen einfach mal so geklaut. Das heißt, du hast ihn ja wieder. Was meinst du, wer hat uns den gebracht? Keine Ahnung, wahrscheinlich meine Eltern. Nee, die Glücksbringerin selber. Und sie ist heute Abend hier. Wir begrüßen ganz herzlich Irma Holder. Servus. Grüß dich. Hallo. Da staunst du, gell? Ja, die Stefanie weiß nichts davon, dass die Irma Holder da ist. Wir haben das wirklich ganz geheim gehalten. Und ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben, ne? Dass ihr zusammen auf einer Bühne steht. Nein. Da gibt es ja schon Tränchen. Ja. Das ist gelungen, ne? Das ist gelungen. Irma Holder, Sie haben die Stefanie getroffen, kennengelernt. Da war sie noch ein ganz kleines Mädchen, ne? Ein süßes kleines Mädchen, ja. Haben Sie damals schon diese unglaubliche Karriere vorausgesehen? Ja, also spätestens in Zürich, wo sie den Grand Prix gewonnen hat. Stefanie, wolltest du damals eigentlich, wo du so klein warst, Sängerin werden? Ja, war eigentlich immer mein großer Wunsch. Ich habe von selbst immer gedrängelt, dass ich mal mit auf der Bühne stehen kann. Und es macht mir heute noch genauso viel Spaß wie damals. Und dank Irma Holder hat es ja auch geklappt, wie bei vielen, vielen anderen großen Stars. Frau Holder, für wen haben Sie noch geschrieben und schreiben Sie noch? Wie viel Sendezeit haben wir? Das reicht schon, dass Sie uns ein paar Namen nennen. Ich fange mal irgendwo hinten an, ja? Roy Black, Howard Carpendale, Udo Jürgens, Andy Borg, Christina Bach. Fernando Expresso, Patrick Lindner. Also wir hätten wahrscheinlich fragen müssen, für wen schreiben Sie nicht? Frau Holder, ich kann mir eigentlich so nichts Schlimmeres vorstellen, als vor einem großen weißen Zettel zu sitzen und da muss was drauf. Wann fallen Ihnen Texte ein? Das ist ganz unterschiedlich. Ich musste mal im Sommer Weihnachtslieder schreiben, habe ich einfach eine Kerze genommen, bin in den Keller gegangen und habe dort Weihnachtslieder geschrieben. Also wer das mal versuchen will, kann man ja mal machen. Die Stefanie, meine Damen und Herren, hat nicht gewusst, dass Irma Holder heute da ist. Und Irma Holder weiß eigentlich gar nicht so genau, warum sie heute da ist. Sie denkt vielleicht, um Stefanie zu überraschen, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Wir wollen nämlich heute auch Irma Holder
überraschen. Ja. Viele Komponisten und Texter und natürlich auch Interpreten träumen davon, mal eine goldene Schallplatte zu bekommen. Hm? Irma Holder hat davon, glaube ich, mehrere. Ja. Wenn es ganz gut läuft, gibt es dann mal Platin. Wenn es besonders gut läuft, vielleicht auch mal Doppelplatin. Aber wir dürfen Ihnen heute, liebe Frau Holder, 10-fach Platin überreichen. Was? 10-fach Platin. Jawohl. Für ein einziges Lied, meine Damen und Herren, über 5 Millionen Mal wurde es über CD, MC, Langspielplatte verkauft. Die kleine Tür zum Paradies. Jetzt bin ich echt platt. Jetzt sind Sie echt platt. Echt, aber ich bin nicht gleich sprachlos, aber jetzt bin ich sprachlos. Sehen Sie? Und ich finde auch, das war die ganze Aufregung auch wert. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. 5 Millionen Mal ein einziges Lied. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Und Sie haben gemerkt, danke. Wir können das eigentlich nur mit einem richtig lieben Applaus. Das haben wir sehr gerne gemacht. Dankeschön, danke. Bleiben Sie noch da? Aber die Stefanie, die gratuliert Ihnen so, wie es nur sie kann, nämlich musikalisch. Und soll ich Ihnen was sagen? Das Ständchen, was sie Ihnen jetzt bringt, das haben Sie auch noch selber geschrieben. Hm? Auch das noch. Ja? Hast du Zeit für ein paar Träume? Stefanie Herz.